Die neue Timeline jetzt auch bei den Facebook-Seiten. Was ändert sich? Die Facebook-Chronik, auf Deutsch Timeline, hat die Facebook-Accounts vieler User verändert. Manche lieben die neue Chronik, andere ärgern sich darüber, über diese Umstellung. Ich sage immer, ändern kann man diese Entwicklung eh nicht. Machen Sie das Beste daraus. Nur durch Entwicklungen entstehen wieder neue Ideen. Jetzt, wo die Facebook-Chronik auch für die Facebook-Seiten, also für die Fanpages eingeführt wird und ab dem 30.03.2012 für alle Facebook-Pages gilt, macht es natürlich Sinn, darüber nachzudenken und die Umstellungszeit zu nutzen, wie man die Facebook-Seite am besten gestalten kann, um maximalen Output zu haben. Wenn Sie eine Facebook-Seite haben, können Sie also als Administrator bis zum 30.03. in der Vorschau Änderungen vornehmen, bevor Sie das neue Design Ihrer Seite online stellen. Ab jetzt sehen die Administratoren der Facebook-Seiten in ihren Facebook-Seiten einen Hinweis, dass die Facebook-Seiten in einem neuen Design kommen werden, wie in der Abbildung hier zu sehen ist. Beim Klick auf Vorschau sieht man, wie die Facebook-Seite als Chronik aussehen wird. Den Administratoren wird ähnlich wie bei den privaten Profilen Zeit gegeben, um die Facebook-Seite anzupassen, dass man sich im neuen Design publizieren kann. Das heißt, man kann vor der definitiven Umstellung noch Beiträge löschen, die wieder sichtbar werden. Während dieser Vorlaufzeit können nur Administratoren die Facebook-Seite im neuen Design sehen. Sobald die Seite bereit ist für die Publikation, kann man einfach auf Jetzt veröffentlichen klicken und die Facebook-Seite erscheint für alle sichtbar im neuen Look. Schauen wir uns zuerst an, was sich ändern wird. Zuerst empfehle ich Ihnen einmal, einen Rundgang zu machen, wo Sie Schritt für Schritt erfahren, welche Neuerungen und Änderungen es geben wird. Die größten Änderungen sind das Titelbild und das Profilbild. Das ziemlich große Titelbild wird das erste sein, was die Benutzer sehen, wenn sie auf eine Facebook-Seite kommen. Man kann also direkt ein entsprechendes Titelbild für die Seite wählen. Ein Titelbild muss mindestens 399 und kann maximal 851 Pixel breit sein. Optimalerweise hat das Titelbild eine Größe von 851x315 Pixel. Bei den Titelbildern gibt es allerdings eine ganze Menge Richtlinien zu beachten. Facebook schreibt vor, dass ein Titelbild keine Preise, Kaufinformationen, Kontaktinformationen oder Verweise auf Webseiten und ähnliches, Referenzen zu den Elementen der Nutzerschnittstelle, also zum Beispiel den Gefällt mir-Button, oder Handlungsaufrufe wie Kaufen Sie jetzt oder Erzähle deinen Freunden davon und so weiter enthalten darf. Da muss man also schon einigermaßen kreativ sein, um ein Titelbild zu gestalten, das dann trotzdem die Besucher zu einer bestimmten Handlung auffordert, ohne diese Richtlinien zu verletzen. Natürlich kann auch, wie bisher, das Profilbild der Seite angepasst werden. Diese Elemente können so angeordnet werden, dass die wichtigsten Anwendungen vorne zu sehen sind. Insgesamt können maximal 12 Anwendungen angezeigt werden. Eine weitere Neuerung ist das Hervorheben, Verbergen und Fixieren von Beiträgen in der Timeline. Facebook-Seitenbeiträge können durch einen Klick auf das Sternsymbol vergrößert, fixiert, verborgen oder gelöscht werden. Auch der Admin-Bereich wurde neu designt und überarbeitet. Jetzt kann alles an einem Ort verwaltet werden. Hier können direkt Antworten auf Fanbeiträge geschrieben, Statistiken angesehen werden oder das Aktivitätenprotokoll überprüft werden. Die Seitenstatistik kommt ebenfalls leicht verändert daher. Die Navigation, welche im linken Seitenbereich zu finden war, findet man jetzt oben bei den Seitenstatistiken. Ab jetzt können Fans auch direkt Nachrichten an Facebook senden. So kann eine persönliche Kommunikation stattfinden, ohne dass man Facebook verlassen muss. Das Postfach befindet sich ebenfalls im Administratorenbereich. Die meiner Meinung nach größte Veränderung ist, dass es nicht mehr die Möglichkeit gibt, die Willkommensseite in Facebook als Standard-Tab festzulegen, sodass neue Besucher auf eine bestimmte Seite kommen, wo man bisher sicherlich die meisten Fans generieren konnte.
Man kann zwar weiterhin diese Willkommensseiten nützen und auch unterhalb des Titelbildes anlegen, aber nicht mehr als erste Seite festlegen. Generell können Sie alle Apps, die Sie bisher verwendet haben, auch weiterhin verwenden. Man muss also ab jetzt das Titelbild so gestalten, dass der User weiß, was ihn auf dieser Seite erwartet und auf die neuen Gestaltungsmöglichkeiten im Timeline-Look zurückgreifen, um neue Fans zu gewinnen und diese zu ihrer Marketing-Pipeline zu bringen. Einige Unternehmen haben bereits auf die neue Timeline-Facebook-Seite umgestellt. Die Ergebnisse können Sie sich in Facebook anschauen. Wenn Sie den Firmennamen in die Facebook-Suchleiste eintippen, Nike, Red Bull und viele andere Firmen haben bereits gewechselt. Ja, schauen Sie sich das einfach an, machen Sie das Beste daraus und ich werde weiterhin Informationen posten, damit Sie mehr aus Ihrer neuen Fanpage mit der Timeline rausholen können. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, abonnieren Sie dieses Video, klicken Sie einfach auf den Abonnieren-Button und empfehlen Sie das Video natürlich weiter an Ihre Freunde, jeder kann davon profitieren. Bis zum nächsten Video, bis bald, Ihr Klaus Wolfsberger.